Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hustle Castle. Ich werde erstmal starten. Ich habe es schon heruntergeladen. Mein alter Account kam auch sofort zum Vorschein. Ja. Dann spielen wir immer gleich weiter. So, da sind wir wieder. Gut. Ein bisschen zu laut die Musik. So. Ein bisschen leiser gemacht. Chicken, Ressourcen holen. Alle holen. Sweet. Ich glaube, ich werde mal kurz was machen. Ich schaue gleich mal ganz kurz die ganzen Videos an. Ich würde mal sagen, ich bin dann gleich wieder da. Also, dann bis gleich. So, jetzt haben wir bei der Kiste das Video angeschaut. Und das kann man sich halt nur einmal am Tag anschauen. Ist auch ganz gut, wenn man da fünfmal sich anschaut, also 5 Tage in der Woche. Weil da sind dann die Diamanten drin. Und die sind halt immer sehr wichtig. Jetzt werde ich mir hier 6-mal das Ding jetzt anschauen. Deswegen werde ich mal wieder sagen, bis gleich. Ich schaue mir alle 6. Dann habe ich nämlich 2 Quests fertig. Aber die, ich glaube, die kommt dann nochmal. Gut, bis gleich. Okay, Leute. Normalerweise kommen noch 3 Werbungen, aber irgendwie sind sie nicht da. Hab gerade schon ein bisschen gewartet, gerade alles ringsherum eingefarmt und meine Nachrichten gelesen, also hier meine Post, und in der einen Post war, dass ich hier alles geschenkt kriege. Deswegen bin ich wieder ein bisschen reich, cool. Mit dem geschenkten Geld, wollte ich den gerne machen, aber es geht ja gar nicht. Mist. Mein Holzdingens muss größer sein. Mein Holzlager. Hier ist Sägewerk, dann ist hier das Holzlager. Oh, da habe ich vielleicht noch was zum Bauen, was ich noch bauen könnte. Ah, nein, nicht das. Muss mein Holzlager erweitern. Schade. ...2400 Diamanten habe ich jetzt. Wenn ich den sofort abschließe. Aber diese Werbung hier, Mensch. Ja, ich mach das, glaube ich. Nee. Ich weiß es nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut, dann werde ich erstmal probieren, die Tagesquest abzuschließen. Wir fangen von unten an. Invasion. Schauen wir mal nach. Ist eine? Nein, ist keine Invasion. Dann kommt die nächste Quest dran. Die nächste Quest. PvP. Das ist ganz easy. Hoffe ich. 280, ja, den
Nehmen wir mal einen Schlaf weg. Wir sind fast 700 stark. Vielleicht werden wir auch ein bisschen stärker, wenn ich die ganzen Sachen nochmal durchschaue, aber... Und das dauert mir dann zu lange, deswegen überspringen wir das. Mit die Sachen anschauen. Ah, hier ist das bestimmt die Werbung da. Nee, noch nicht. Komisch. Ja, den aber auch. Wenn er stirbt, kein Problem. Ich habe da hinten einen Heiler drin. Bei meinen Magiern. Einsammeln. Die beiden haben keinen Bock zum Lernen. Okay, die sind fertig. Die beiden sind noch dran. Die dran. Die dran. Und die sind dabei. Wir machen mal kurz die hier. So, dann kommt der da rein. Und die kommt da rein. Ziehen wir den mal aus hier, machen den nackig. Ziehen wir den an. Ah. Ach, da ist es. Gut. Sie war Koch gewesen, oder? Ja. Schnell mal durchschauen. Man sieht ja immer, wenn hier ein Kulturfeld nach oben ist, das heißt, das ist besser, dann nehme ich auf Anziehen. Aber wenn das nicht da ist, grün annehmen, rot nicht annehmen, rot nicht annehmen, rot nicht annehmen. Den können wir nehmen, grün annehmen, grün, grün. Und man sieht hier zum Beispiel, die obersten Sachen sind nicht die besten, weil der ist Level 20 und der ist schlechter wie der Level 18er. Okay, das war's. Da ist die große Ratte. Haben wir erstmal weggeklickt hier auf das, auf die Sprechblase. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Quest. PvP-Quest. Ne, das bist du stark. 1200, hallo. Wie soll ich denn gegen den 1200er gewinnen?
4 Magier, ein Krieger. Bei den anderen habe ich es andersrum, ne? Ich glaube, da habe ich nur ein Magier und 2 Krieger. Glaube ich. Weiß jetzt auch nicht so genau. Am Anfang hatte ich da ein Krieger, 3 Magier, ein Fernkämpfer. Naja. Mal die Quest hier schnell fertig. Wie viel Power hatte der gehabt? Habe ich drauf geachtet. Super. Der 300 sicher, den nehmen wir auch. Ach, der ist nicht da. Der ist da. Den können wir gar nicht nehmen. Oh, 200, den nehmen wir. Dann haben wir das jetzt. Okay. Dann gehen wir weiter. Das geht ja noch nicht. Und bei denen hier. Ich sehe die 2 Biester in Verlies. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Alles, glaube ich, wenn das so ist wie bei den anderen, ist das mit anderen Leuten zusammen. Und da müsste ich erstmal noch 2 Leute von mir suchen, die stark sind. Also die ist die hier stark? 3 Sterne. Ich glaube. Jetzt ziehen wir schnell was an. Kann sie einen Bogen nehmen? Nein. Die ist 59. Also ab 60 hier. Das Ganze nehmen. Sie ist jetzt eine Kriegerin. Dann die. Magieschaden. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Weitersuchen. Schaden ausweichen, okay. Dann haben wir den schon mal und Halskette dann noch. Magierüstung, das geht auch. Ach, warum lege ich denn das wieder ab? Anlegen. Da drauf drücken, einsetzen. Was wird vorgeschlagen? Der, okay. Einsetzen, was vorgeschlagen wird, einbauen. Gut, dann haben wir hier schon mal 2. Und dann brauche ich noch einen. Ich habe vorhin noch hier einen Mann hingeschickt irgendwo zum Arbeiten. Da oben ist eine Frau. Ah, die ist auch schon
Auch schon Level 60. Warte mal, die andere war 59. Nee, nichts dabei. Jawohl. Sie wird eine Fernkämpferin. Bestimmt hat Lila, ne? Ja. Warte mal, es ging hier unten weiter nach dem Grün erst. Schadenkrit perfekt für den Bogenschützen. Rüstung, Gesundheit. Okay. Einsetzen. Einsetzen. So. Jetzt haben wir 8 Leute, diese 5, die beiden und die eine da oben. Müsste reichen eigentlich. Verlies. 8 Leute, die besten, der besten sind drinne. Bestätigen. Wir nehmen zufällig. Warten mal ein bisschen. Boah, während wir warten, können wir ja mal die nächste Quest machen. Was ist das hier? Okay, Taverne. Hier bin ich. Stadthalle. Was muss man hier machen? Krieg laden. Verbessern. Stadthalle muss verbessert werden. Ach, da brauchst du. Hab ich nun. Ist wahrscheinlich erst neu. Mhm. Oh, da ist einer. Im Verlies angekommen. Beim schlechtesten an. Fertig. Ein Kampf. Ich denke mal, wir kommen auch nicht allzu weit. Aber es hat eine Quest und da probieren wir es mal. Oh. Aufgeräumt. Shadow Angel, wir brauchen noch einen. Oder Rafa. In den Kampf. Let's go. Nein, mein Fernkämpfer ist schon tot. Ah, aber gut. Dann nehme ich die nächsten 2. Was der da reinsetzt.
Ich habe ja noch ein paar Tanks. Warten auf Spieler. Auf meine Wahl. Ja. Rafa, was ist denn? Ach ja. Immer diese Spieler. Ah, hier steht's auch. Neue Quest, kleinen Bereich. Verfügbar Wische. Ja. Dann gehe ich mal schauen. Okay. Ich denke mal, der ist eingeschlafen. Ich weiß es nicht. Wenn wir die nächste Quest machen, da sind wir bei. Okay, da müsste eine gewisse Anzahl an Leuten gleich on sein, was ich nicht denke, dass so viel online kommen. Das ist eine gute Absicht, indem du Freunde was schenkst. Ja, okay, zwei bis habe ich schon was geschenkt. Und Arena-Kämpfe danach noch. Freunde schenken kann man hier drauf, dann geht man auf Freunde. Dann kann man hier Sachen verschicken. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Gut. Dann schauen wir mal nach. Immer noch nichts. Ist er eingeschlafen? Dann war halt Arena noch. Stadt war, kann ich da was kaufen, was Schönes? Belegt ein Ziel und einen stellen Gegner. 8 Sekunden deinem Fluch. Gegner durch diesen Fluch getötet wird, kann für 3 Sekunden nicht belebt werden. Okay. Also das ist nur so ein Wiederbeleben, geht da nicht. Auch was Cooles. Ach ja. Und hier haben wir für
Füge 2445 bis 2701 Schaden zu und betäubt alle Gegner 0,5 Sekunden lang, beschwört einer keinen neben den Gegnern. Das ist cool. Der gefällt mir besser wie der. Der ist von 60 bis 75. Beschwört einer keinen mit einer Heilfähigkeit auf den Schlachtfeld. Heil 2300 pro Sekunde. 12 Sekunden lang. Das ist auch cool. Ich glaube, so einen habe ich schon. Mal kurz gucken. Habe ich einen Heiler? Ja. Aber der heilt nur 1300. Nicht so bei den Kämpfern. Na, der muss vorne sein auf jeden Fall. Zweimal da und da. Einmal für 3 Sekunden, einmal für 4 Sekunden. Naja, können sich ja mal abwechseln. Wenn er eine genommen hat, wartet der andere, bis es fertig ist. Dann nimmt der nächste den. Und dann können die Magier gar nichts mehr benutzen. Schauen wir doch mal im Verlies nach. Offline gegangen. Danach wäre ich hier oben lang gegangen. Gut, dann läuft die Suche nach den Leuten. Hier warte ich auf den einen. Ich glaube, das Portal gibt es auch noch als Quest. Geht noch nicht. Verlies sind vorbei. Geht nicht. Habe ich schon angefangen. Arena. Ja, die Edelstein. Das ist das, nicht Portal, sondern die Edelstein. Bestätigen. In Kampf. Suche gemacht für die Arena. Das dauert am längsten irgendwie. Naja, eigentlich das Verlies. Ich muss die ganze Zeit hier oben hinschauen. Ob da eine Nachricht kommt, ob der bei Verlies fertig ist oder ob die Arena losgeht. Gleich geht die Arena los.
zwei Leute fehlen noch. Ne, vier Leute. Ach ja. Ich benutze mal hier die Geisterkraft des Löwen. Danach benutze ich den noch einmal und dann nochmal den Geisterkraft des Löwen. Ich glaube, ich fahre noch ein bisschen. Vielleicht nochmal den Löwen nehmen. Der Tank sieht stark aus. Nö, ist er nicht. Oh. Oh. Zwei, drei Leute gestorben bei mir. Nein. Da war was so hier. Und so. Also, das passt ja noch. Schauen wir, was passiert. Das war's. Jetzt kann ich nochmal mit meinen Bürger angreifen. Mit den normalen Leuten. Und down. Okay. Belohnung abholen. Belohnung abholen. Belohnung abholen. Dann haben wir das schon abgeschlossen. Die Quest haben wir auch fertig. Oh. Arena schon angefangen. Hat er gut gekämpft, der Gegner. War ja auch ein bisschen stärker als ich. Doppelt so stark. Fast.
Schade. Schau mal im Verlies nach. Ah, Hayopai ist immer noch nicht da. Rafa, was ist mit dir? Eingeschlafen? Ja, dann habe ich jetzt nur noch an Questen. Aber die Invasion. Dann Verlies. Wo ich ja gerade mit Rafa drin stecke. Ich glaube, der hat sich verlaufen. Clankrieg. Das geht nur, wenn ich Clankrieg mache. Dafür sind aber eigentlich meistens zu wenig Leute online. Das war noch die Belohnung von Edelsteinbruch gewesen. Ah, den werde ich gewinnen. Bestimmt. 137. Ich bin 690. Und die Ratte wieder. Okay. Verlies. Ne, immer noch nicht. Gut, dann Ressourcen, zwei Leute habe ich geschickt. Ich habe auch nur zwei Freunde. Hat Freundschaftsanfrage genommen. Aber ist noch nicht hier. So. Hier geht es dann einfach mal weiter. Ich hänge ja noch hier oben fest. Das heißt, hier oben festhängen, ich habe das noch nicht mal ausprobiert. Das ist immer noch nicht da. Okay. Das wird knapp. Ich denke mal, das verliere ich. Meistens ist es so bei mir. Wenn einer knapp unter mir ist, verliere ich. Der hat auch einen Event-Gegenstand. War ja klar, dass sowas passiert. Schade. Schade, schade, schade. Was ist er? Why to go for it crudic? Nice. Thank you.
ich wüsste mal, ob ich hier dran teilnehme. Weil ich dafür Punkte kriege. Hier sieht man noch die Punkte. Den kriegst du dann und für diese Punkte kannst du später was kaufen. Ich würde mir ja auch schwächere Leute gerne aussuchen, aber geht ja nicht. Gut. Verlies gucken. Hat er jetzt was gemacht? Immer noch nicht. Witziger Mensch. Dem Geld bezahlt. Nein. Warum ist das Gold? Hat man da nicht auch was erreicht? Eine ist, glaube ich, immer so. Das ist der Dingens. Genau. Ach ja. Ende. So, nächste Teilnahme. Nur noch zwei Siege brauche ich bei der Arena, obwohl, wenn das wieder so lange dauert, dann sage ich mal, das war's für heute. Ich werde jetzt hier abbrechen, weil das hat hier gerade so lange gedauert, das Suchen. 60 Punkte habe ich gekriegt dafür. Für die Arena. Ein Sieg. Gut. Würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.